So, herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero, Folge 23, also die vorletzte für diese Woche. Ich muss tatsächlich zugeben, ich habe die Aufnahme ein bisschen schleifen lassen jetzt gestern. Ich weiß gar nicht, wann ist die letzte Aufnahme, die habe ich gestern früh gemacht, ne? Heute ist der 11. August. Ah genau, gestern um 9 Uhr. Genau. Das heißt, ich habe gestern nur eine einzige Aufnahme gemacht und habe dann auch kurz danach den Browser dann geschlossen gehabt. Also, habe nur gestern Vormittag auch mal ein bisschen reingeguckt. Von daher hat er jetzt relativ lange geidelt. Ich weiß aber noch, als ich gestern das letzte Mal reingeguckt hatte, da war die Ascension aber auch schon quasi vorbei. Das heißt, viel tut sich da trotzdem nicht mehr. Wir haben höchstens noch mal ein bisschen Gold bekommen. Heißt, wir können noch mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen hier. Genau, ich war übrigens schon bei dem World Wide Web. Können wir tatsächlich also noch mal gucken, ob wir ein bisschen was machen können? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ansonsten muss man erst jetzt gucken. Den gestrigen Boss haben wir besiegt. Der heutige Boss, den müssen wir noch. Dann fehlen noch 5000 Punkte. Ich hab den jetzt übrigens gelockt, ne? Also das ist bei Level 4, aber ich habe gemerkt, Level 4 ist jetzt doch extrem knackig, also die Stärke steigt doch extrem an. Von daher ist 4 machbar, aber höher können wir definitiv nicht gehen. So. Bam. Weil wir haben ja nur, ne, gerade mal irgendwie 16 Sekunden und ja. So. Oh, schon 400 Emotions holt und naja, 13 Rubine ist natürlich eher ein Witz. Aber was willst du machen? Vor allem, warum kostet es hier bei mir 80? Weil auf meinem Hauptkonto ist der. Oh, ja, hier. Oh, danke. Auf meinem Hauptkonto, da kostet das Ganze gerade mal 10. Ne, das ist falsch. Hier wollte ich hin. Da. Ach nee, das kostet auch. Ah. Vielleicht, weil er schon besiegt ist. Vielleicht kostet deswegen jetzt mehr. Weil gerade eben, als ich hier, ne, die erste Runde gemacht hatte, da war hier gerade mal 10 Rubine. So, komm hier. Komm. Nice. Interessant. Ah, gut. Warum hängst du jetzt? Achso, okay. Achso, weil er hier die Dinge leider laden musste. Whatever. Gut. Ja, komm. Du kannst. Eigentlich kannst du doch zugehen. Kann ich mal wieder richtig speichern hier? Ja, übrigens, wenn ihr speichert, immer gucken. Am besten immer nochmal speichern. Also nur zumindest das Fenster öffnen oder einfach in den Dateibrowser gucken, ob die Datei wirklich eine Größe hat. Weil mir ist auch schon einmal aufgefallen, es ist mir bisher nur ein einziges Mal vorgekommen, zum Glück. Aber da hatte ich am Ende eine leere Datei gehabt. Da hat er also nichts gespeichert, obwohl die Datei sogar da war. Deswegen am besten mal nachgucken, ob er auch wirklich gespeichert hat. So, dann können wir das Ding jetzt eigentlich mal schließen einfach. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ne, das haben wir alles gemacht. Ja, es ist hier mittlerweile auch, es ist so unendlich träge geworden, ne? Sobald man hier 25% erreicht, fängt es an, extrem langsam zu werden. Man kommt in den Transcension, kommt noch voran. Ich weiß gar nicht, wie sieht es hier überhaupt aus? Ah, na gut, 4000, 5500 immerhin. Aber ich glaube mal, alleine jetzt, jede Ascension dauert schon unendlich lange. Und hier 4400, 4500, 4600, das wird auch maximal 4700. Es wird halt so unendlich langsam. Weißt du, hier 80, 400, 4000 und damit einmal, bupp, gar nichts mehr. Einfach gar nichts mehr. Es ist ein bisschen traurig. Und ja, dass es hier so kurz ist, liegt daran, ich hatte hier mit dem Ding gearbeitet. Ja.
Ich meine, leisten kann ich es mir hier, weil wir hatten ja hier damals diesen Bug gehabt, ne? Und den Bug hatte ich ja dann auch noch ausgekostet gehabt. Aber es ist halt trotzdem so träge. Es ist so unendlich träge. Ja, gut, okay. Also, bis wir hier hinkommen, dauert sowieso noch ein bisschen. Das ist ja, by the way, unser alter Spielstand, der aus der zweiten Staffel, was ja jetzt mein Hauptspielstand quasi ist. Ja. Soll uns aber jetzt noch nicht weiter interessieren. Zumindest bin ich hier bei 255.000 fast. Das heißt, ich kann mir bald das dritte Upgrade hier kaufen. Naja. Naja. So, auf jeden Fall, ja, schauen wir mal hier 80. Das heißt, solange wir noch nicht besiegt ist, ist das nochmal probieren. Achso, ja eben, weil es ja auch kein Retry ist, sondern ist es ein Bonusfight. Ist also was ganz anderes. Once per day an individual can purchase a bonus fight of the same level for the clan. This fight will reward rubies and immortals. Okay. Das heißt, man kann pro Tag zweimal kämpfen, oder was? Ich meine, gut, dafür auch für 80, ne, Rubine ist also extrem teuer. Wenn man gerade mal 13 bekommt, hat man dann unterm Strich also eher Verlust. Andererseits, kannst du mal hier bitte weitergehen, danke. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, man kriegt ja immerhin diese Emotional Souls. Digga, Angel Souls, Hero Souls, Emotional Souls. Was gibt's noch als für Souls und Wander? Soul Souls. komm hier. Achso, das hat es gerade nicht gebracht, egal. So, gibt's noch was? Genau, hier haben wir beides. Das haben wir eingesammelt. Das haben wir nicht noch, nur noch, haben wir noch nicht eingesammelt. Ah ja, will ich doch noch gar nicht. Kommt ja bei der nächsten Transcension. Yay, guck mal. Er hat überlebt. Da war ich ganz aus dem Häuschen, als ich das gesehen hatte. Weißt du, ich dachte, weil da war dann wieder dieses Ausrufezeichen und ich dachte schon, er ist schon wieder gestorben. Aber nein, er hat es tatsächlich geschafft gehabt. Ich traue mich trotzdem nicht, den jetzt wieder auf eine 8-Stunden-Quest zu schicken, weil dann wird er garantiert wieder sterben. Alles andere macht aber eher noch weniger Sinn. Gut, wir könnten natürlich sagen, wir machen mal. Die Frage ist, welcher ist jetzt der, den wir gerade gekauft haben? Ist der, den wir gerade gekauft haben, immer ganz unten oder Level 1? Okay, doch, also doch. Das hier ist der neue. Dann ist das quasi schon der alte, der also quasi schon gebraucht ist. Dann schicken wir den auch gerade mal auf eine 2-Stunden-Quest. Und die schicken wir dann nochmal 9 holen. Ich hoffe mal, umso neuer die sind, umso weniger sterben sie bei der 8-Stunden-Quest. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass jetzt quasi deren Lebensspanne drastisch verkürzt wurde. Ach übrigens, hier guck mal. Hold Control or Shift, das was ich letztens meinte, ne, mit diesen, dass man die quasi auch vernichten kann, manuell. Um Platz für neue zu machen. Nicht, dass wir jetzt Platzprobleme hätten, wir haben ja eher genau andere, die, ne, also wir haben zu wenig statt zu viel. Aber das ist das, was sie da letztens meinten, diese Infotext, den ich da vorgelesen habe. Übersetzenderweise. So, gut, ansonsten die Essenz, wie gesagt, die ist soweit durch. Wir haben. Was? Wir haben mehr als das Tausendfache? Ja gut, okay, jetzt nicht viel mehr. Also doch, wir haben mehr, aber ne, also ich dachte gerade, wir haben das Zehntausendfache, aber eben die hatten 8. Auch wenn wir davon nur noch 3 übrig haben. Weil eben hier war halt gerade, ne, 3000 VS3, also 3E10 VS3E14, dachte ich schon, oh Gott, 10.000-fache. Aber nee, wir haben davon ja schon welche ausgegeben gehabt, deswegen wir hatten 8. Aber immerhin, ne, fast das 500-fache. Das ist schon, nee, das 5000-fache. Das ist schon heftig. Finde ich korrekt. Wie sieht es denn hier bei der Transcension aus? Da haben wir, naja, immerhin eine. Können wir direkt transcenden. Yay! bitte nicht. Achso, siehst du, bevor wir irgendwas falsch machen, ne? Direkt mal speichern. Danke. So. Gut, 4480 schaffen wir auf jeden Fall nicht. Alter, 63% Primal Chance. Ach, siehst du, das ist nicht mal Primal. Ach, wow. Wenn man gerade vom Teufel spricht, dann halt nicht. Tschüss. So, okay. Gibt's auch noch irgendwas? Das hatten wir, das
Ich glaube, 3 ist auch nichts Wichtiges Neues. Nö. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier mittlerweile wieder was Neues dazu bekommen können. Weil ich war ja die ganze Zeit am Überlegen, ob wir doch nicht ein bisschen auf Hybrid gehen, weißt du? Dass wir. Plus 110% dann bei Level 2 plus 121,00% und dann aber wieder 132, 143, 104. Warum ist bei Level 2 jetzt ausgerechnet da diese 00? Ist ja auch egal. Wo war das dann? Genau, ich war ein bisschen am Überlegen, ob wir vielleicht ein bisschen auf Hybrid gehen sollten. Aber ganz ehrlich, da bin ich mir halt absolut nicht sicher. Und ich glaube auch einfach nein. Nein. Lassen wir. Lassen wir komplett sein. So, das heißt, wir können jetzt hier mal ein bisschen neue Stingster-Muster ausgeben. Und zwar sogar eine ganze Menge. 2E12. 3. Nee, das wird zu teuer. Ich wollte gerne bis auf 45k kommen, aber ich glaube mal, es ist 3E13. Das ist mir echt zu teuer. Ich bleib bei 44, das reicht locker aus. Hier gehe ich mal auch nur auf 43 oder sowas. Das reicht vollkommen aus. Alles andere ist mir denn doch zu teuer. So, gut, dann gucken wir mal. Schaffe ich bis auf 1E7? Ist extrem teuer gerade. Gut, dann machen wir das am besten bei den Typen, die für DPS sind, stehen. Du bist Gold, genau, die drei sind Gold. Du bist noch DPS, dann schicken wir den auch auf 1E7. Bei den anderen, dann müssen wir gucken, ob wir nicht doch lieber bei 5E6 oder sowas bleiben. Gucken wir mal ganz kurz. Erstmal alle auf 1E6. Und dann gucken wir weiter. So, das wären ein 4,5E12. Das geht absolut locker klar. Das geht auch noch locker klar. Also bis 5 geht es auf jeden Fall. Ab jetzt fängt nämlich an, langsam teuer zu werden. Das wären 1,6E13. Nee, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Das lassen wir. Da gebe ich lieber dir nochmal hier ein paar. So, 8E12. 5,8E12. Ich glaube, nein. So. Und dann schicken wir jetzt noch die ganzen Level, die ganzen ganz teuren, die Level 30 sind, alle auf Level 40. Das wird ein Schmaus. Ist auch, kostet auch fast nichts. Zum Glück. So. Perfekt. Dann sollte jetzt eigentlich soweit alles gut sein, richtig? 40, 43, 5, 5, 3, 40, 1E7. Genau, perfekt. Passt. Wunderbar. Haben wir noch 1,5 übrig. Haben wir quasi die Hälfte der Hypo-Souls ausgegeben. Das sollte doch passen. Kann das schon auf 1000? Auf 100 gehen? Ja. Nice. So. Hallo, warum stockst du jetzt gerade so? Hallo? Okay. Ist ja gut. Dann gehen Sie bitte. Gehen Sie einfach weiter. Dankeschön. Ich stocke immer noch so extrem. Hä? Okay, ich dachte gerade, das liegt an Firefox, aber wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist einfach mein Rechner zu warm. Ich meine, der bläst mir hier quasi gerade die ganze Zeit ein.
Das hältst du ja nicht aus. Da bist du ja dauergeil. So. Aphrodite. Ja, wo wir gerade davon reden, ne? Bitte was? So. Dann haben wir alle. Das ging ja relativ schnell. Oh, Alter. Aus jetzt hier. Liegt's daran? Tatsächlich. Liegt an dem Aufstieg. Das ist ja heftig. Jetzt geht's wieder wunderbar. So, gut. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, alles wunderbar. Dann kannst du wieder aktiv werden. Buy all upgrades. Die schauen wir auch direkt mal rein. So, hier mal 25. Schicken dich darauf. So, und dann kommen die ganzen Guilds zum Einsatz. Open all. Na gut, so viele sind es gar nicht. Stimmt, ich habe ja, als ich auf ihn umgestiegen bin, hatte ich ja schon die gekauft gehabt wieder. Du kriegst mal alle. Frostleaf bekommt eine. Und dann ist alles gut. Ein Fisch. So. Tja, dann weiß ich nicht. Aber kurz, die wievielte Ascension ist das jetzt eigentlich gerade? Es ist gerade die vierte. Scharf. Also heute, schätze ich mal, machen wir dann keine Transcension, aber dann vielleicht morgen? Fragezeichen. Ich muss sowieso gerade gucken, weil ich bin gerade folgentechnisch ein bisschen im Vorlauf. Ist aber technisch gesehen überhaupt kein Problem. Ja, eben. Ist überhaupt kein Problem eigentlich. Genau, das heißt. Ja, heute kriege ich wieder keine Transcension hin. Obwohl es ist jetzt 10 Uhr. Das heißt, ich würde vielleicht noch zwei Ascension hinbekommen. Das heißt, die jetzt gerade läuft und noch eine. Würde denn diese noch eine dann reichen? Nee, ne? Ich glaube, jetzt gucken wir wahrscheinlich dann, wenn es soweit ist. Das wäre dann für euch sowieso erst nächste Woche die Folge. Ne? Weil die nächste Ascension wird dann die nächste Folge und da werden wir auf jeden Fall noch nicht transcenden. Das wäre dann also dann quasi die erste Montagsfolge. Und auch da, wie gesagt, muss ich erstmal gucken, ob ich da ascende. Transcende oder. Ja, das gucke ich dann, wenn es soweit ist, ob sich das hier lohnt mit dem, was wir denn an Ancient Souls bekommen. Und ob es sich nicht lohnt. Oder wer oder wie oder was. Ja. Tja. Auf jeden Fall haben wir den in der nächsten Ascension. Das bringt ja eigentlich gar nichts. Die Goldmission bringt eigentlich nur für dann was, wenn ich transcende. Ja gut, ich glaube mal, sobald der dann hier mit der Mission fertig ist, schicke ich den auch mal auf eine neue Merchandise-Mission. Damit wir ein paar Merchandise-Feature haben, die wir dann wieder auf die wir auf Goldmission schicken können. Wenn die es überleben, kann auch sein, dass wieder alle wegsterben hier, komplett. Ja. Ne? Da würde ich auf jeden Fall den hier zwischen den Folgen auf eine Merchandise-Mission schicken, weil das hier bringt geldmäßig überhaupt gar nichts. Ja, denn in der nächsten Folge geht ganz mal weiter mit den beiden. Das heißt, wenn beide überlebt haben, bis dahin, haben wir dann quasi vier Merchandise. Merchandise? Was labe ich gerade für ein Müll? Gott, ich weiß nicht mehr, wie man ausspricht. Mercenary? Doch, Mercenary. Irgendwie sowas. Also Söldner. Haben wir dann quasi vier Söldner. Dann schicken wir in der nächsten Folge dann nochmal einen Söldner auf Tour. Dann haben wir alle fünf. Die anderen drei können wir dann quasi schon direkt auf Goldmission schicken. Aber hoffentlich welche, die 8 Stunden gehen und nicht nur wieder hier eine 2 Stunden, das bringt gar nichts. Aber mal gucken. Ja, eben, bei 8 Stunden, das schaffe ich gar nicht bis zur nächsten Folge. Weil dann würde ja die nächste Folge frühestens um 18 Uhr kommen. Dann könnte ich keine weitere aufnehmen, ja. Muss ich gucken, wie es kommt. Es kommt, wie es kommt. Zitat von Bushido. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Lied. Das war nicht Shannon. Ist auch egal. So. Sonst noch hier irgendwas, was in irgendeiner Weise irgendeiner
Sache bedarf. Ich guck mal ganz kurz durch. Das haben wir, das haben wir, das haben wir auch gemacht. Genau, das ist ja dann für die Transhension. Haben wir schon mindestens schon mal 9 Stück. Ist doch ganz geil. Das ist nichts Neues. Hier haben wir alles gemacht. Hier gibt es nichts zu beschwuchteln. Gut, dann sprechen wir nochmal. Und dann sollte es für die Folge auch schon gewesen sein. Jo, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Ich könnte eigentlich die hier schon wieder minimieren. Also kleiner machen. Ja, mal gucken. Gut, ja, dann in dem Sinne dann, so. Ach, ich glaube, ich lasse erstmal ein bisschen laufen, kann ja hier ein bisschen hochleveln. Also nur bloß minimieren. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann, tschüss.